Eines Tages, als die schöne Rapunzel einen Waldspaziergang machte, begegnete sie einem der 7 Zwerge. »Was machst du denn hier?«, sagte sie zum Zwerg. Der fröhliche Zwerg erzählte, dass er Schneewittchen zum Geburtstag eine Halskette aus Vogelfedern machen würde und lud Rapunzel für den Abend zum Fest ein. Rapunzel gefiel die Idee sehr gut. Während sie gemeinsam Vogelfedern sammelten, war ihnen nicht bewusst, dass die böse Königin Hella sie durch ihre Glaskugel beobachtete. Die böse Königin war eifersüchtig auf Schneewittchens Schönheit und hatte schon lange auf eine Gelegenheit gewartet, ihr zu schaden. Vogelfedern also. Königin Hella rupfte eine Feder von dem Vogel auf ihrem Fensterbrett. Sie ging in den Zauberraum und machte eine wunderschöne Halskette. Wo war dieser Spinnentrank? Ah, hier! Sie nahm den Zaubertrank aus dem Regal und träufelte ihn auf die Halskette. Zur selben Zeit schmückten die Zwerge für die Party alles mit Luftballons und stellten die Torte auf den Tisch. Schneewittchen war sehr glücklich über das Fest, das für sie vorbereitet worden war. Es war an der Zeit, die Geschenke zu verteilen. Da klopfte es plötzlich an der Tür. Als Schneewittchen die Tür öffnete, sah sie eine alte Frau. Schönes Mädchen, ich bin so hungrig. Wenn du etwas zu essen hast, kannst du es mit mir teilen? Schneewittchen konnte nicht anders und bat die alte Dame herein. Rapunzel spürte, dass etwas an der Dame seltsam war. Während sie das Fest fortsetzten, tauschte die alte Frau unbemerkt das Kästchen mit der Halskette gegen ihr eigenes aus. Der Zwerg schenkte Schneewittchen freudig die Federkette. In dem Moment verwandelten sich die Vogelfedern in ein großes Spinnennetz, das Schneewittchen fest umschlang. Die alte, bemitleidenswerte Dame verwandelte sich plötzlich in die böse Königin Hella. Da ist sie! Hilfe! Rapunzel sah, dass Schneewittchen große Angst hatte und schnitt die Spinnweben mit dem Messer mit einem Mal durch. Als sie dann die Feder vom Boden nahm und an Hellas Brust hielt, nein, nein, verwandelte sich die böse Königin in eine riesige Spinne. Rapunzel sperrte diese mit Hilfe eines Zwergs in den Schrank. Schneewittchen und die Zwerge bewunderten Rapunzel für ihren Mut. Was würden wir nur ohne dich tun, Rapunzel? Einer der Zwerge sagte, du bist eine echte Heldin. Und dankte Rapunzel. Niemand wusste, ob die böse Königin aus dieser Situation jemals wieder herauskommen würde. Doch dank Rapunzel verstanden Schneewittchen und die Zwerge, wie wichtig Mut und Furchtlosigkeit für eine Freundschaft sind. Schneewittchen und die 7 Zwerge. Es war einmal eine gutherzige Königin, die in einem schneeweißen Schloss lebte, umgeben von einem Zauberwald. Während sie an einem kalten Wintertag den flockigen Schneefall beobachtete, verlor sich die Königin in Tagträumen. Sie konnte Kinder hören, die draußen im Schnee spielten. Sie öffnete das Fenster, um sie zu sehen, und der Wind riss das Lieblingstaschentuch der Königin weg. Und das Taschentuch fiel direkt auf den Schneemann, den die Kinder bauten. Sie winkten und dankten der gutherzigen Königin. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter mit schneeweißer Haut, kirschroten Lippen und einem guten Herzen. Die Monate vergingen und der Traum von der gutherzigen Königin wurde wahr. 9 Monate später ging ihr lang ersehnter Wunsch in Erfüllung und der König und die Königin bekamen ein kleines Mädchen, das schönste der Welt, und sie nannten es Schneewittchen. Aber ihr Glück hielt nicht lange an. Als Schneewittchen noch ein kleines Mädchen war, starb die Königin und wurde ein Stern am Himmel.
Einige Jahre später heiratete der Vater von Schneewittchen eine Frau namens Hella. Der König war geblendet von der Schönheit der neuen Königin. Und so bemerkte er nie, dass sie arrogant und stolz war. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Du, meine Königin, du bist in der Tat die Schönste im Land. Ich wusste es. Niemand kann schöner sein als ich. Schneewittchen entwickelte sich zu einer schönen jungen Dame. Ihr Vater, der König, ging mit seinen Soldaten auf eine lange Reise und umarmte seine Tochter, bevor er ging. Sei nicht traurig, ich bin bald wieder da. Eines Tages rief die eitle, bösherzige Königin Hella ihren Kammerherrn Dummkopf. Enthülle meinen magischen Spiegel, Dummkopf. Der Kammerherr Dummkopf war ungeschickt und zog die Decke auf sich selbst herunter. Du Narr! Verschwinde sofort! Die Königin bewunderte sich im Spiegel und sagte dann: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der magische Spiegel antwortete ihr: In diesem Land, meine Königin, bist du nicht mehr die Schönste im ganzen Land. Schneewittchen ist die Schönste. Hella wurde sehr wütend. Das kann nicht sein! Niemand kann schöner sein als ich! Das ganze Schloss schien durch ihren Zorn zu erschüttern. Und ihr böses Herz wollte die Schönheit von Schneewittchen zerstören. Sie machte einen Plan und befahl dem königlichen Jäger, Schneewittchen in den verzauberten Wald zu bringen und sie zu töten. Und bring mir ihr Herz zurück! Schneewittchen vertraute dem königlichen Jäger und ging mit ihm in den Wald. Unterwegs sah sie einen verwundeten Vogel auf dem Boden. Und Schneewittchen hob den Vogel auf, um seinen Flügel zu heilen. Hinter ihr schlich sich der königliche Jäger an sie heran. Er nahm seinen Bogen heraus, um auf Schneewittchen zu schießen. Er zog den Bogen zurück und zielte. Aber er konnte sehen, dass das Mädchen ein freundliches Herz hatte, als sie den verwundeten Vogel hielt. Und er entschied, dass es falsch war, Schneewittchen zu töten. Sie befahl mir, dein Leben zu nehmen. Ich kann keine Person töten, die so gut und freundlich ist wie du. Wer will mir das Leben nehmen? Es ist Königin Hella. Du musst weglaufen und dich verstecken. Der Jäger entschied sich, die Königin zu täuschen und tötete stattdessen ein Wildschwein. Damit er das Herz des Wildschweins zur Königin bringen konnte und Hella glauben ließ, dass die Prinzessin tot sei. Die Prinzessin war verängstigt und rannte durch die dunklen Wälder. Sie kämpfte sich in der Nacht durch scharfe Äste und Fledermäuse, bis sie nicht mehr weiterlaufen konnte. Sie brach an einem Baum zusammen und schlief in dem kalten, dunklen, verzauberten Wald ein. Als der Jäger die Burg erreichte, marschierte er direkt zur Königin. Ich habe deinen Befehl erfüllt. Königin Hella nahm die Schachtel und untersuchte das Herz. Sie glaubte, dass Schneewittchen tot sei, und ihr böses Lachen hallte durch die Burg. Als die Sonne endlich aufging, erwachte Schneewittchen im Herzen des Waldes. Und da, vor ihr, war das niedlichste kleine Haus mit einem kleinen Gartentor und Lattenzaun, winzigen Fenstern, mit einer Türklingel und einer runden grünen Tür. Sie läutete die Glocke, aber niemand machte ihr auf. Und als sie zum Klopfen nach der Tür griff, öffnete sie sich. Im Inneren war alles so klein, dass es sich anfühlte, als wäre sie in einem Spielzeughaus. Winzige Töpfe, winzige Löffel, Gläser. Als sie eine kleine Schüssel Suppe fand, war sie so hungrig, dass sie aß.
Und dann legte sie sich auf ein winziges Bett und schlief ein. Nicht weit entfernt beendeten die Besitzer des Hauses ihre Arbeit in den Minen und gingen nach Hause. Sobald sie eintraten, wussten sie, dass etwas nicht stimmte. Also gingen sie leise und flüsterten. Sch! Jemand hat mein Brot gegessen. Jemand hat von meinem Tellerchen gegessen. Jemand schläft gerade in meinem Bett. Was soll das denn? So ein schönes Mädchen. Fangen Sie! Sie ist erwacht. Sie versteckt sich unter der Decke. Hab keine Angst vor uns, kleines Mädchen. Wir sind die sieben Zwerge. Ich bin Chef und das sind Happy, Brummbär, Seppel, Hatschi, Pimpel und Schlafmütz. Also, ich bin Schneewittchen. Es tut mir leid, dass ich in euer Haus gekommen bin. Schneewittchen erzählte ihnen alles, was mit ihr geschah. Und die Zwerge waren sehr traurig, ihre Geschichte zu hören. Also sagten sie, sie könne bei ihnen in ihrem kleinen Haus wohnen. Aber nur unter einer Bedingung. Wir singen sehr gerne. Ist eure Stimme schön, Prinzessin? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. Friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Weit weg in einem anderen Land gab es einen jungen, schönen Prinzen. Sein Name war Antwon. Er liebte es, nachts draußen zu sitzen und die Sterne zu sehen. Sie erinnerten ihn an die Menschen, die er liebte. Eines Nachts sah er das Gesicht von Schneewittchen am Sternenhimmel und fühlte, dass er sie aufsuchen sollte. Eine Fee sagte ihm, dass sie in Gefahr sei und gab ihm eine magische Herzkette. So holte Prinz Antwon sein neues Pferd und ritt davon, um das schöne Gesicht am Himmel zu finden. Zurück im Schloss stand die bösherzige Hella wieder vor dem Zauberspiegel. Dummkopf, enthülle den magischen Spiegel. Lass mich meine Schönheit sehen. Dummkopf trat ein. Aber die Decke blieb am Spiegel hängen und er hätte ihn fast umgeworfen. Dummkopf war so ein ungeschickter Assistent. Immer wenn es darauf ankam, war er ungeschickt und tollpatschig. Die Königin war ständig über ihn verärgert. Als Dummkopf gegangen war, bat Königin Hella den Spiegel erneut, ihr zu sagen, wie schön sie war. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Tut mir leid, meine Königin, aber das Schneewittchen ist die Schönste in diesem Land. Nein, das kann nicht wahr sein! Ich dachte, Schneewittchen wäre tot! Die Königin blieb die ganze Nacht auf und schmiedete böse Pläne, Schneewittchen ein für allemal zu töten. Sie entschied, dass der beste Weg darin bestand, sich zu verkleiden.
Also verwandelte sie sich in ein süßes kleines Häschen. Am Morgen machten sich die Zwerge auf den Weg zur Arbeit. Einer nach dem anderen küssten sie Schneewittchen auf die Wange und gingen zur Mine. Und sie warnten sie, vorsichtig zu sein, wenn sie alleine im Haus war. Prinzessin, öffne die Tür nicht für Fremde. Es ist nicht sicher. Der Wald schien friedlich zu sein und Schneewittchen begann, die Blumen im Garten zu gießen. Die Prinzessin bemerkte ein kleines Häschen im Garten, das verletzt schien. Sie ging hinüber, hob es auf und brachte es ins Haus. Sie verband das verletzte Bein des Kaninchens und ließ es in der Sonne auf dem Bett des Zwerges ruhen. Der Hase schien zu schlafen, aber sobald die Prinzessin den Raum verließ, öffnete das Kaninchen die Augen und sah sich um. Dann sprang es auf und verwandelte sich in die böse Königin Hella. Das war genau das, was sie geplant hatte. Sie goss lila Gift in das Kissen und wusste, dass die Prinzessin dort schlafen und an dem Gift sterben würde. Schneewittchen war so müde von der Arbeit im Garten, dass sie nach drinnen ging, um sich auszuruhen. Sie war gerade dabei, ihren Kopf auf das vergiftete Kissen zu legen. Schneewittchen, Schneewittchen, Schneewittchen! Aber als sie hörte, dass die Zwerge nach Hause kamen, traf die Prinzessin sie an der Tür und nach einem köstlichen Abendessen tanzten sie die ganze Nacht. Schneewittchen schlief vor dem Kamin ein. Und das war gut, denn sonst hätte sie auf dem giftigen Kissen geschlafen. Als die Königin zu ihrem Schloss zurückkehrte, schlief Dummkopf noch und bewachte die Tür. Die Königin glaubte, dass ihr Plan erfolgreich gewesen war und sie ging zu ihrem magischen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Fragte Hella. Meine Königin, Schneewittchen, die mit den 7 Zwergen lebt, ist schöner als du. Ah, nein! 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 Ich sollte die Schönste im ganzen Land sein. Ich! Ich werde einen Plan schmieden, der Schneewittchen töten wird. Einige Tage später, während die Zwerge in der Mine arbeiteten, nähte Schneewittchen einige der von den Zwergen getragenen Kleider. Und dann hörte sie ein Klopfen an der Tür. 3-mal klopfte es. Schneewittchen schaute durch die Tür, um zu sehen, wer es war. Und es war eine alte, hässliche Frau mit einem Korb voller Äpfel. Wer bist du? Ich bin eine Händlerin. Ich habe sehr leckere Äpfel. Möchtest du einen probieren, mein Kind? Schneewittchen hatte zunächst Angst, die Tür zu öffnen, aber sie liebte rote Äpfel. Hier, bitteschön. Genieße ihn, mein schönes Kind. Gratisprobe. Schneewittchen nahm den Apfel, der ihr von der alten Frau gegeben wurde, und nahm einen Bissen. Der Apfel war vergiftet worden. Sie fiel zu Boden, bevor sie um Hilfe rufen konnte. Gleich den Weg hinunter legte Prinz Antoine sein Pferd im Schatten eines Baumes an. Er war weit gereist, um das schöne Gesicht zu finden, das er am Himmel gesehen hatte. Gleich neben dem Weg sah er eine alte Frau, die entlang ging. Er wollte gerade mit ihr sprechen, als sie sich plötzlich in die böse Königin Hella verwandelte. Der Prinz und sein Pferd waren fassungslos. Und er beschloss, nicht nach dem Weg zu fragen. Spät in dieser Nacht, als die Zwerge nach Hause kamen, sahen sie Schneewittchen still und leblos auf dem Boden. Sie waren so traurig und ihre Herzen wurden in 1000 Stücke gebrochen. Sie fertigten einen wunderschönen Glassarg und trugen ihn zum längsten Fluss des Landes, damit alle Menschen des Königreichs von ihrer Schönheit wussten. Gleich flussabwärts reiste der Prinz auf seinem Pferd am Flussufer und er bemerkte den Glassarg im Boot.
Er erkannte das Gesicht des Mädchens sofort. Der Prinz war sehr traurig, aber er öffnete den Deckel des Sarges. Er nahm die Sternenstaubkette aus seiner Tasche und legte sie der Prinzessin an. Auf Wiedersehen, meine Prinzessin. Leuchte wie ein Stern, wo immer du bist. Aber gerade dann sah der Prinz, wie Schneewittchen sich bewegte. Die Sternenstaubkette war magisch und belohnte ihn für seine sorgfältige Suche nach dem Gesicht, das er am Himmel sah. Schneewittchen wurde wiederbelebt. Als sie erwachte, war sie erstaunt, dass ein so hübscher Prinz neben ihr stand und sie rettete. Als sie schließlich an Land gingen und zum Schloss von Schneewittchen zurückkehrten, erzählten sie und Prinz Antoine dem König alles. Dann erfuhr der König, was Königin Hella mit Schneewittchen gemacht hatte. Er verbannte sie aus dem Königreich. Der König schloss den magischen Spiegel und den gesamten Besitz der Königin in den Kerker des Schlosses ein. Viele Monate später verliebten sich Schneewittchen und der Prinz. Und es gab eine schöne Hochzeit im Schloss. Sie luden die Zwerge ein und feierten und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Schneewittchen und der magische Spiegel. Es war einmal in einem Land mit wunderschönem blauem Himmel und üppigem grünen Gras. Dort, in einem prächtigen Schloss, lebten Schneewittchen und ihr Prinz Antoine sehr glücklich. Aber nicht weit weg lebte die böse Königin Hella in einer dunklen Höhle hinter den Bergen. Sie und ihr Diener Dunkhoff waren verbannt worden, als sie versucht hatten, Schneewittchen zu töten. Aber jetzt hatte Hella einen neuen bösen Plan. Dunkhoff, diesmal kann mich niemand aufhalten. Ich werde mich an Schneewittchen rächen. Ja, das werden Sie, Eure Majestät. Diener, Diener, sag mir, wer ist die schönste von allen? Du, meine Königin, bist die schönste im ganzen Land, außer, Nein, nein, du Dummkopf, Dunkhoff! Nein, ich bin die schönste im ganzen Land. Ich werde einen neuen magischen Spiegel bauen, damit ich den magischen dunklen Wald finden kann. Hellas Zauberspiegel war in den Kerker des Schlosses eingesperrt worden. Also begann Hella mit ihrem Plan, einen neuen Zauberspiegel zu kreieren. Dazu musste sie alle magischen Zutaten zusammensammeln. Zuerst fand sie das Gingin-Kraut, dann die magischen rosa Knospen und die schwebenden Sumpfsteine. In ihrem Zauberbuch stand, dass sie all dies 20 Minuten lang bei 400 Grad kochen sollte. Und schließlich erhob sich aus dem schwarzen Gebräu ihr neuer, mächtigerer Zauberspiegel. Schwarzer Spiegel, erwache! Zeige mir den Wald von Schneewittchens kleinen Zwergenfreunden. Dunkhoff war sehr überrascht über das, was er sah. Der neue, böse Spiegel schwebte vor ihm, umgeben von schwebenden schwarzen Steinen und in einem violetten, zackigen Rahmen. Im Spiegel erschien der Zwergenwald, aber es wurde dunkel und unheimlich. Hella griff in den Spiegel. schwarzer Spiegel, nicht mehr an der Wand. Verändere den Zwergenwald und fange sie alle. In der Zwischenzeit kamen die 7 Zwerge, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, einer nach dem anderen aus der Mine. Zuerst Chef, Hatschi, Brummbär, Pimpel, dann Seppel, Happy und Schlafmütz. Puh, was für ein langer Arbeitstag. Ja,
Lass uns etwas ruhen. Vielleicht könnte ich gleich hier ein Nickerchen machen. Auf keinen Fall. Wir können nicht ruhen. Wir sollten nach Hause gehen, bevor der Abend hereinbricht. Die Zwerge machten sich in einer langen Reihe auf den Weg. Pimpel lief ganz am Ende der Reihe. Er sah eine Krähe zwischen den Zweigen der Bäume umherfliegen. Und er entdeckte einen kleinen hellen Stein im Schnabel der Krähe. Pimpel war neugierig und kletterte auf den Baum, um den glänzenden Stein aus dem Schnabel der Krähe herauszuholen. Hoch, noch höher und noch höher. Gerade als er die Krähe fangen wollte, begann der Baum zu schwanken. Die Krähe flog davon und war weg. Doch plötzlich wickelten sich die Äste so eng um Pimpel, dass er nicht entkommen konnte. Und er verlor seine grüne Mütze. Die anderen Zwerge bemerkten nicht, dass Pimpel weg war und gingen weiter. Jetzt war Seppel ganz am Ende der Reihe. Und plötzlich roch er einen köstlichen Kuchen. Er schloss die Augen und ging in die Richtung, aus der der Duft kam. Der verzauberte Wald führte ihn direkt vor einen Ast und er stieß sich den Kopf. Und dann verschluckte ihn der magische Duft des Waldes und nahm ihn mit. Alles, was übrig blieb, war seine gelbe Mütze. Der Rest der Zwerge kam schließlich in ihrem kleinen Häuschen im Wald an. Währenddessen sammelte Schneewittchen im Schloss die köstlichsten Lebensmittel des Königreichs zusammen, um sie ihren Lieblingsfreunden, den Zwergen, mitzubringen. Schatz, ich gehe in den Wald, meine Freunde, die sieben Zwerge, besuchen. Sei vorsichtig auf dem Weg. Diese böse Hella könnte überall sein. Ich liebe dich, mein Schatz. Schneewittchen begann ihre lange Reise durch den Wald. Und ein wunderschöner Vogel kam und ruhte sich auf ihrer Schulter aus. Er versuchte, sie vor etwas zu warnen. Der Vogel flog vom Weg ab und versuchte, Schneewittchen dazu zu bringen, ihm zu folgen. Oh, ich verstehe. Du willst, dass ich dir folge. Ich komme, kleiner Vogel. Als Schneewittchen dem Vogel folgte, fand sie Pimpels grüne Mütze, die von einem Ast hing. Aber das ist ja Pimpels Mütze. Es muss ihm etwas Schlimmes passiert sein. Die Prinzessin folgte dem bunten Vogel weiter. Und dann fand sie Seppels gelbe Mütze auf dem Boden liegen. Das ist Seppels Mütze. Die Prinzessin und der bunte Vogel eilten zum Häuschen der sieben Zwerge. Die Zwerge waren hoffnungsvoll, als sie Schneewittchen sahen. Ah, Schneewittchen, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wir können Pimpel und Seppel nicht finden. Bitte hilf uns, wir müssen sie finden. Vielleicht wurden sie von der bösen Hella gefangen. Wir müssen sie finden. Oh, ich und Hatschi bleiben hier im Haus, falls sie zurückkehren. Schneewittchen, Chef, Happy und Brummbär gingen auf die Suche. Weit weg in der Höhle der bösen Königin Hella hatten Hella und ihr Diener Dummkopf, Seppel und Pimpel in einen Käfig eingesperrt. Ihr werdet dafür bestraft, Schneewittchen geholfen zu haben. Ich werde euch alle zerstören mit meinem verzauberten Wald. Hella ging zurück in die Höhle zu ihrem bösen Spiegel. Schwarzer Spiegel, finde Schneewittchen und ihre Freunde. Verwandle, was hell und warm war, in ein stürmisches Ende.
Schneewittchen und die Zwerge folgten dem bunten Vogel den Weg entlang. Doch plötzlich verwandelte sich das Wetter in einen dunklen Sturm. Sie kämpften sich weiter durch die Dunkelheit, um ihre Freunde zu finden. Sie liefen die ganze Nacht weit in die Berge. Der bunte Vogel führte sie weiter zum Berg, um die Zwerge zu retten. Vom Rand der Klippe aus sah die böse Hella Schneewittchen und die anderen Zwerge kommen. Sie wusste, dass sie vom Sturm müde sein würden. Ja, ich wusste, dass sie kommen würden. Dunkopf, ist alles fertig? Ja, meine schönste Königin. Alles ist bereit. Schneewittchen und die Zwerge waren erschöpft, aber sie stiegen immer weiter den Berg hoch. Als sie oben ankamen, sahen sie den Eingang zur Höhle und den Käfig, in dem Pimpel und Seppel über der Klippe hingen. Wir werden euch retten, wir versprechen es. Schneewittchen, der schwarze Spiegel, sie hat einen schwarzen Spiegel in der Höhle. Schneewittchen betrat vorsichtig die Höhle. Draußen wachte Dummkopf über den Käfig. Außer Sichtweite flüsterten die Zwerge und machten einen klugen Plan, um ihre Freunde zu retten. Brummbär schlich sich hinter Dummkopf, sprang auf seinen Rücken und legte ihm einen großen Sack über den Kopf. Dann begann Happy, den Käfig zu schaukeln. Und er schaukelte so heftig, dass er Dummkopf am Kopf traf, sodass dieser ohnmächtig wurde. Und das war auch gut so, denn die Tür des Käfigs war ja noch verschlossen. Der Schlüssel ist an Dummkopfs Hals. Da, seht ihr. Holt ihn euch und schließt den Käfig auf. Happy fand den Schlüssel, der um den Hals von Dummkopf gelegt war, und schloss die Käfigtür auf. Pimpel und Seppel waren endlich frei. Aber in der Höhle stand Schneewittchen der bösen Königin Hella gegenüber. Hella, du kannst nicht schön sein, wenn du Böses tust. Wenn du wirklich schön sein willst, musst du dein Herz ändern und aufhören, Menschen zu verletzen. Schönheit kommt von innen. Aber das war der bösen Hella egal. Sie benutzte einen Zauberspruch, um ihre Augen rot zu färben und ihre Finger in scharfe Messer zu verwandeln. Aber hinter Hella hatten sich die Zwerge angeschlichen, um Schneewittchen zu helfen. Hella näherte sich Schneewittchen und drängte sie immer weiter auf den schwarzen Spiegel zu. Geh einfach in den dunklen Spiegel, Schneewittchen. Dann wirst du für immer im verwunschenen Wald verschwinden. Pimpel schlich sich vor die große Königin. Und die anderen Zwerge stießen sie von hinten. Sie stolperte an Schneewittchen vorbei in den schwarzen Spiegel. Hellas Schrei weckte Dummkopf auf. Er rannte in die Höhle und sah Schneewittchen neben dem Spiegel. Ich komme, meine Königin, schönste im ganzen Land. Und so waren sie beide gefangen. Die Zwerge rannten mit Freude auf Schneewittchen zu und umarmten sie. Danke, dass du uns gerettet hast, Schneewittchen. Wir müssen dies loswerden. Die Zwerge und die Prinzessin warfen den Spiegel nach unten von der Klippe. Lasst uns nach Hause gehen. Pimpel und Seppel waren sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Zusammen mit Schneewittchen hatten sie alle ein schönes Abendessen und hatten Spaß. Schneewittchen und der verlorene Prinz. Es war einmal in einem weit entfernten Land. Dort stand das hellste, schönste und größte Schloss des Landes. Dort lebten Schneewittchen und ihr Prinz Antoine. Sie waren sehr verliebt. Morgens gingen sie zusammen im Garten spazieren. Nachmittags ritten sie auf ihren Pferden aus. Und am Abend tanzten sie zusammen in ihrem Schlosssaal bis tief in die Nacht. Schneewittchen, du bist so schön.
Jede Nacht erleuchtest du mein Herz. Solange du bei mir bist, mein Prinz, werde ich wie die Sterne leuchten. Sie konnten endlich Frieden in ihrem Königreich genießen, seitdem die böse Königin Hela verbannt worden war. Denn sie war im dunklen Wald gefangen. Aber dort hatte die böse Königin ihr eigenes Schloss aus giftigem Schlamm gebaut. Ihr ungeschickter Diener Dunkhoff war treu an ihrer Seite geblieben. Und jetzt hatte Hela eine magische Kristallkugel, um Schneewittchen auszuspionieren. Kristallkugel auf dem Tisch. Zeigt mir Schneewittchen ganz geschwind. Ich hasse Schneewittchen. Sie ist zu schön. Ich werde deinen kostbaren Prinzen vernichten. Und dann wird deine Schönheit zu Trauer werden. Niemand kann schöner sein als ich. Niemand. Du bist schöner als alle, meine Königin. Du bist sogar noch schöner als ich. Verschwinde, Dunkhoff. Ich will dein hässliches Gesicht nicht sehen. Die böse Königin sah in ihrer Kristallkugel, wie der Prinz das Schloss verließ. Hela schloss die Augen und stellte sich ihren bösen Plan vor und rief dann dem Zauberspiegel zu. Dieser war immer noch auf dem Grund des Meeres. Schwarzer Spiegel, dunkel und rund und flach. Stell dich wie eine unsichtbare Falle vor den Prinzen. Der magische schwarze Spiegel verschwand vom Ozeangrund und bewegte sich dann vor einem Baum auf dem Pfad des Prinzen. Er wurde unsichtbar und konnte so den Prinzen einfangen. Zurück im Palast machten sich Schneewittchens engste Freunde, die sieben Zwerge, auf den Weg, um in den Minen zu arbeiten. Jeden Morgen verabschiedete Schneewittchen sie und gab ihnen einen Kuss auf die Wange. Auf Wiedersehen, meine sieben Zwerge. Der Prinz hatte die Zwerge angeheuert, um tief in ihre Minen zu graben und kostbare Edelsteine für die Burg zu sammeln. Schau, schau! Was ist das? Oh, wie hell es ist. Hatschi, du hast sie alle durcheinander gebracht. Warte, hier gibt es noch mehr. Ja, du hast recht, sieh mal hier im Felsen. Die Zwerge wussten es nicht, aber sie hatten einen sehr wertvollen magischen Staub gefunden. Er funkelte hell. Also füllten sie ihre winzigen Beutel damit und machten sich dann wieder auf den Weg zum Schloss. Nur ein bisschen hier für dich und ein bisschen hier für mich. Auf geht's, zurück zum Schloss. Auf der anderen Seite des Königreichs war Prinz Antoine mit seinem weißen Pferd Prego unterwegs. Er pflückte ein paar schöne rote Rosen für seine Frau Schneewittchen. Und dann sah er eine noch schönere rote Rose am Fuß eines Baumes und beschloss, mit seinem Pferd darauf zuzureiten. Los, Prego! Warte hier, Junge! Aber der Prinz sah den magischen schwarzen Spiegel nicht vor sich. Als er nach der Blume griff, verschwand seine Hand. Er ging trotzdem weiter und trat immer weiter in den unsichtbaren Spiegel, bis er komplett weg war. Sein Pferd Prego war schockiert und hatte Angst. Und er rannte zurück zum Schloss, so schnell er konnte. Im Inneren des dunklen Spiegels war der dunkle Wald, wo der Prinz nun auf dem Boden lag. Dies war alles Teil von Hellas Plan. Stattlicher Prinz Antoine, schlafend im Gras. Ich befehle deinem Herzen, diese Aufgabe zu erledigen. Sammle all deine Erinnerungen an dein wertvolles Schneewittchen. Und vergesse alles über sie und diene mir mit deinem ganzen Willen und deiner ganzen Kraft. Dann wachte Prinz Antoine auf, aber seine Augen waren rot geworden. Sein Verstand hatte Schneewittchen vergessen und er befand sich im Bann, der bösen Königin zu dienen. Muss meiner Königin gehorchen. In der Zwischenzeit rannte das Pferd des Prinzen Prego so schnell er konnte zurück zum Schloss.
Als Schneewittchen das Pferd ohne Prinz Antoine sah, war sie besorgt, dass etwas Schlimmes passiert war. Prego, ist mit Antoine etwas passiert? Oh nein! Schneewittchen hatte eine Idee. Sie rannte in den am weitesten entfernten, dunkelsten Raum des Schlosses, in dem Königin Hellas ursprünglicher Zauberspiegel eingesperrt war. Der Spiegel sagte immer die Wahrheit, also dachte sie, sie könnte damit herausfinden, wo Antoine war. Als die 7 Zwerge im Schloss ankamen, hatten sie keine Ahnung, was mit Prinz Antoine passiert war. Aber als sie Schneewittchen rennen sahen, machten sie sich Sorgen und sie rannten ihr nach, folgten ihr in den Kerker, in dem der ursprüngliche Zauberspiegel eingeschlossen war. Schneewittchen stand vor dem Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein, auf einem goldenen Ständer? Der Zauberspiegel antwortete nicht. Schneewittchen fragte erneut. Spiegel, Spiegel an der Wand, bitte gib mir eine Antwort. Endlich antwortete der Spiegel. Du suchst Prinz Antoine. Hella hat ihn im dunklen Wald gefangen. Hella, ich wusste es. Ich wusste, dass sie dahinter steckt. Dann verschwand das Bild des Zauberspiegels und stattdessen erschien Königin Hella plötzlich im Spiegel. Als die 7 Zwerge Hella sahen, schlossen sie vor Angst die Augen. Wenn du deinen kostbaren Prinzen retten willst, greife in den Spiegel, um ihn zu finden. Schneewittchen liebte Antoine und trat einen Schritt in Richtung des Spiegels. Ihre Hand ging in den Spiegel und sie wurde durch sie in den dunklen Wald gezogen. Nein, geh nicht, meine Prinzessin! Schneewittchen! Aber es war zu spät. Schneewittchen kam im dunklen Wald an. Donner und Blitz erhellten den Himmel. Bäume brannten in der Dunkelheit und gruselige Kreaturen krochen in der Ferne. Die 7 Zwerge wussten nicht, was sie tun sollten, aber sie waren Schneewittchen treu und beschlossen, ihr zu folgen. Als Schneewittchen und die 7 Zwerge ihren Weg durch den Wald machten, kamen ein paar Glühwürmchen zu ihnen und beleuchteten den Weg. Und das war auch gut so, denn sie wären fast direkt in einen See gelaufen. Die Prinzessin und die Zwerge hüpften sorglos auf Steinen über den See. Aber plötzlich stieg eine riesige Krake mit 8 langen Armen aus dem Wasser und griff sie an. Die böse Kreatur schnappte sich die Zwerge einer nach dem anderen und begann sie hin und her zu schwingen. Und als die Krake gerade Schneewittchen packen wollte, flogen mehr Glühwürmchen um sie herum, um sie zu beschützen. Ach, danke, Glühwürmchen, vielen Dank! Bitte rettet auch meine Freunde, leuchtet heller, bitte! Die Glühwürmchen leuchten immer stärker und heller, als sie um Schneewittchen herumflogen. Und dann flogen sie zu den großen Augen des Monsters. Leuchtet heller! Das Monster war so verärgert über das Licht, dass es die Zwerge losließ und sie fliehen konnten. Das Krakenmonster sprudelte wieder zurück ins Wasser. Wow, das war knapp. Danke, Schneewittchen. Boah, das war knapp. Du hast unser Leben gerettet. Wir müssen vorsichtiger sein. Schaut, das muss Hellas Schloss sein. Wow, was für ein Schloss. In ihrem Schloss begann Königin Hella mit ihrem bösen Plan. Sie brauchte nur ein Seil von Dunkorf. Aber der tollpatschige Dunkorf stolperte und verhedderte sich in dem Seil. Mit einer Berührung legte Hella einen Zauberspruch auf das Seil und es ließ Dunkorf los. Dann befahl die Königin Prinz Antoine, Schneewittchen mit dem magischen Seil zu fangen. Nach kurzer Zeit kamen Schneewittchen und die 7 Zwerge endlich im Schloss an. Dort stand Antoine und stand mit zusammengebundenen Händen und Beinen still. Schneewittchen beeilte sich, um den Prinzen zu befreien, aber es war eine Falle. Sobald sie ihn berührte, wechselte das magische Seil zu Schneewittchens Händen. Ich habe sie gefangen, meine Königin. Die 7 Zwerge versuchten, Schneewittchen zu befreien,
Aber dann tauchte die böse Königin Hella direkt hinter dem Prinzen auf. Endlich habe ich dich gefangen genommen, hübsches Schneewittchen. Oh, du bist schrecklich, Hella. Du hast ihn mit einem Zauber belegt. Schäm dich! Hella ging auf Schneewittchen zu, um sie mit dem magischen Feuer zu zerstören. Überall um sie herum standen magische Flammen. Die Zwerge hatten Angst, aber Pimpel rannte auf die Königin zu, um sie aufzuhalten. Doch er stolperte und der winzige Beutel des Zwerges flog durch die Luft. Der magische Staub aus der Mine fiel auf die Hände der Prinzessin und die Seile lösten sich. Ich bin frei! Hey, schaut! Der Staub, den wir in der Mine gefunden haben, bricht den Zauber! Was? Als Schneewittchen sah, was geschah, erinnerte sie sich, dass ihre Halskette aus Sternenstaub gemacht war. Sie öffnete den Deckel der Kette und blies den Sternenstaub in Richtung Prinz Antoine. Und Prinz Antoine wurde vom Zauber befreit und er war wieder er selbst. Das Seil! Dummkopf, hol mir das magische Seil! Aber Prinz Antoine war schneller und schnappte sich das Seil und warf es dann um Dummkopf. Das magische Seil band Dummkopf fest zusammen. Und dann bliesen alle Zwerge den magischen Staub aus der Mine gemeinsam auf die böse Königin Hella. Und der Staub löschte die magischen Flammen um sie herum. Und Hella verwandelte sich in eine Steinstatue. Dann wurde der ganze magische Staub vom Wind erfasst und wehte durch den dunklen Wald und verwandelte ihn wieder in einen schönen Ort. Und der Wald wuchs, voller Blätter und Gras und Blumen. Hella war zu Stein geworden. Ihre Bosheit hatte endlich ein Ende. Und Liebe und Freundschaft hatten ihren Platz eingenommen. Schneewittchen, der Prinz und die sieben Zwerge waren zurück in ihrem Schloss und alles war so schön und ruhig wie vorher.